Ich fand sie in der Ambulanz bei einer intravenösen Selbstinfusion. Sie haben sie wohl daran gehindert. Sie sieht furchtbar aus. Sie hat einen frischen Nachtclubstempel am Handgelenk. So kann sie nicht praktizieren. Wenn das hier kein Vorspiel für eine Bestrafung ist, kann ich mich wohl entfernen. Sie macht sofort einen Drogentest. Dazu können Sie mich nicht zwingen. Aber ich kann sie suspendieren, bis sie es tun wird. Weil sie in ihrer Freizeit einen Nachtclub besucht hat oder weil sie Sex in ihrer Freizeit hatte? Bei der Patientin wurde routinemäßig eine RTA saniert. Dazu habe ich sie nicht gebraucht. Keiner meiner Mitarbeiter wird eine Stecho benutzen oder in einen Becher pinkeln. Na los. Kommen Sie. Danke. Übrigens, es ist keine Routine-OP gewesen. Die Patientin hatte einen Atemstillstand und Sie verpassten die DD. Sie sind gefeuert. Was? Sie haben mich doch gerade verteidigt. Nein, ich habe nur den Drogentest verhindert und damit vermutlich Ihre Karriere gerettet. Ein medikamentenabhängiger Arzt ist für mich Verantwortung genug. Ich bin aber nicht drogenabhängig. Geile Partyluder sind nur so lange witzig, bis sie Ihnen auf die Schuhe kotzen. Dann sind sie nur noch zum Kotzen. Ich habe hier seit Monaten nicht mehr gesessen. Meine Backen erinnern sich noch. Es hat mir gefehlt. Mir auch. Vor allem diese fortwährenden Unterbrechungen, während ich arbeite. Deine Patienten können 5 Minuten warten. Wir haben was nachzuholen. Also was ist? Bist du verreist? Hast du ein neues Hobby? Oder eine neue Freundin? Ich habe... habe angefangen, jemanden zu treffen. Klasse. Was macht sie so? Ist sie Schauspielerin? Nein. Wie kommst du darauf? Ich dachte, diesmal interessiert dich was Aufregenderes. Oder etwas... Sie ist keine... Du erfährst das ja sowieso, weil du sie kennenlernen wirst. Sie ist eine Prostituierte. Ehemalige. Sie hat Fehler gemacht. Single Mom, drogenabhängig. Aber sie ist sowas von gescheit. Sie will Jura studieren und ich hab ihr gesagt, ich werde ihr helfen, finanziell. Wie lange kennt ihr euch? Ich wusste, dass du das sagst. War nur eine Frage. Haus, du bist ein Junkie. Du gehst zu Prostituierten. Hör auf, darüber zu urteilen. Na ja. Bitte, tu mir das nicht an. Ich habe gelitten und brauchte Zerstreuung. Ich habe nicht erwartet, dass das daraus werden würde. Ich, Amber wollte, dass ich immer nach vorne sehe. Dass ich, glücklich werde. Und mit Debbie bin ich's. Wenn du es bist, dann bin ich es auch. Ich hab's schon gehört. Ja. Ich suche jetzt die Rückfahrkarte. Tut mir leid, wenn ich Sie verärgert habe. Ihr Privatleben ist Ihre Sache. Würden Sie mich mal ins Bild setzen? Haben Sie was, das wir übersehen haben? Wenn's der Patientin nützt, nützt es auch mir. Die Sono war unauffällig. Wir schließen eine Hypertonie aus. Die anderen machen jetzt einen Bronchoprovokationstest. Und ich finde Ihr Verhalten immer noch idiotisch. Ich weiß. Ist euch aufgefallen, dass dieses Lungenfeld leicht verschattet ist? Höchstwahrscheinlich nur überbelichtet. Oder Ihr Diaphragma steht etwas tief. Könnte ein Zeichen für Überblähung sein. Oder für eine pulmonale Obstruktion. Lungenzysten. Im Röntgen kann man die schwer erkennen. Durch den Belastungstest werden nicht nur die Atemwege kollabieren, sondern die Lungen explodieren. Der Rachen ist frei. Wir haben die Bronchien verengt, aber sie sind nicht kollabiert. Ihr habt eine Zyste platzen lassen. Die Lunge ist kollabiert. Atemgeräusche beiderseits. Weg da. Die Trachea ist nach links verlagert. Gut.